Willkommen zurück also in meiner Küche. Ob die groß genug ist für ihn? Der Oktopus reist nur mit kleinem Gefolge. Da wären 4 Zehen Knoblauch, die natürlich noch geschält werden müssen. 2 Zwiebeln, die ich zerkleinern werde. Und Salz. Das Salz muss genug sein, damit es für 3,5 Liter Wasser reicht. Aus denen wird erst der Sud für den Oktopus. Und später, wenn der Oktopus wieder raus ist, eine wunderbare Fischsuppe. Damit der Oktopus nicht so stinkt, Originalton meiner griechischen Gemüsehändlerin, wird dem Wasser Essig zugesetzt. Ich verwende klaren Essig und für die bessere Farbe etwas Balsamico. Auch auf Anweisung meiner griechischen Gemüsehändlerin geht zurück, dass ich 3 Lorbeerblätter zusetze. Die Chilischoten, die sind meine Idee, denn ich mag es gerne etwas schärfer. Das kocht jetzt doch schon ganz schön. Mein Herr, Ihr Bad ist fertig. Das Dramas erste Akt spielte auf dem Marktplatz. Und ich hatte keine Kamera dabei. Der zweite Akt spielt im Kühlschrank. Da bist du. Mein Freund, ich muss dich schlachten. Okay, er ist schon tot. Jetzt muss ich ihn nur noch auspacken. Und das kann ich tatsächlich nicht proben, sondern muss es auf einmal durchziehen. Also ans Werk. Phase 1. Mantel abgeworfen. Phase 2. Die ersten Gliedmaßen treten in Erscheinung. Phase 3. Ist er nicht ein Prachtstück? Und jetzt erreicht das Drama seinen dramatischen Höhepunkt. Die Hebung des Kraken. Nochmal einen kleinen Vergleich an Stellen. Das Original, die Fälschung. Ich hab's doch gemacht, ich hab geprobt. Jetzt riecht die Kamera nach Tintenfisch. Dank Probe kann ich euch immerhin jetzt zeigen, wie das Tier zu Wasser geht. In das Element zurück, aus dem es auch gekommen ist. Er riecht schon und hat vor allem eine schöne Farbe angenommen. In diesem Bad wird unser Freund mindestens 90 Minuten bleiben. Dann werde ich mit einer Gabel prüfen, ob er schon weich und zart geworden ist. Im Moment ist er nämlich noch wahlweise ein zäher Hund oder harter Knochen. Egal, ob er nun 2 Stunden oder 1,5 Stunden oder den ganzen Tag kocht, am Ende muss er da raus und ich werde ihm die Augen wegschneiden. Und ihr werdet dabei sein. Ich führe die Gabelprobe mit einer besonders weichen Plastikgabel durch. So, mein Freund, du hast lang genug gewartet. 2,5 Stunden raus. Der Oktopus war komplett ausgenommen, als ich ihn gekocht habe. Nur 2 Dinge müssen nach dem Kochen noch entfernt werden. Die Augen, und zwar beide, und das Fresswerkzeug. Nun gut. Sie ist also da, die Zeit der Klappmesser. Mensch, siehst du kaputt aus! Aber wo sind jetzt die Augen? Man kann sie hier ganz gut erkennen, zumindest das eine. Das andere liegt natürlich gleich daneben. Außerdem kann man hier ganz feine Wülste erkennen. Und dieser Teil muss jetzt abgeschnitten werden. Also denn. Was für ein Gemetzel. Aber ich habe ihn gewarnt. Okay, Mann. Zieh! Was jetzt noch gemacht werden muss? Das Fresswerkzeug muss weg.
Klar, man muss ihn erstmal noch klein schneiden. Danach kann man alles Mögliche mit ihm anstellen. Man kann sozusagen Pferde stehlen mit einem Tintenfisch. Oder das Gemüsebeet plündern. Und eine Fischsuppe springt auch noch dabei raus. Guten Appetit!